keine Chance. Genau, du kannst jetzt mir rüberkommen, so dich regenerieren. Ihr flieht. Sofort nach da unten. Ein Verbündeter ist in großer. Und du kannst nachrücken. Vielleicht können wir von hinten sogar weitere Sachen zerstören, das Gebäude, die uns im Weg stehen würden. Natürlich. Ja, ja. Neu formieren. Ausbau vollbracht. Euer Dorf steht unter Beschuss. Und nach hier. Jawohl. Seht her. Da zum Beispiel, da kommen wir aber noch nicht dran. Es sei denn, nein, hier ist Wasser zwischen. Da kommen wir nicht dran. Sieht hier. Hier drüben. Ich zeige euch. Da ist eins, da kommen wir auch noch nicht wirklich dran. An dieses kommen wir ran. Mit höherer Wahrscheinlichkeit. An das hier hinten kämen wir dran, wenn wir von dieser Seite aus drauf schießen würden. So, und jetzt können wir sie im Endeffekt spawn campen. Gruppe 4 erfordert mehr Kanonen. Wird angegriffen. Gruppe 4. Ja. Kommt hier hoch. Befehlt. Gruppe 0 setzt hier einen Turm, in den wir für Sichtweite benutzen wollen. Und um auf die andere Seite ein bisschen zu schießen, wenn Feinde lang kommen sollten. Euer Wunsch ist mir Befehl. Da ein bisschen aushelfen und jetzt dahin. Kannst du in die Ruine ran? Auf in den Kampf. Das ist, was ich sehen möchte. Angriff! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Was ist hier passiert? Nun, es war das Ziel, nur nicht jetzt. Wie dem auch sei. Soweit so in Ordnung. Angriff! Fertig! So soll es sein. In erster Linie bin ich froh, dass hier nicht weiter bestürmt wird. Ihr werdet angegriffen. Vielleicht können wir von hier hinten aus irgendwas. Na, jetzt? Eigentlich nicht. Alle Rohstoffe sind weg. Sind sie nicht. Ihr wisst nur nicht ganz genau, wo sie sind. Seht her. Erreichbar? Da ist noch lebendiger. Nun geht hier rüber und hackt das Eisen. Ich glaube, zwei arbeiten gerade daran, dieses Gebiet hier freizuräumen, damit wir an die Häufchen von hier kommen können. Turm, du wirst da hinten gebraucht. Es ist Zahltag. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Wir kümmern uns darum. Verteilt euch! So. Lehrt sie das Fürchten! Ihr werdet angegriffen. Jetzt wäre zum Beispiel der Sommer gar nicht mal so schlecht für uns. Für kürzere Verstärkungswege von Ravenna. Aber gern. Gut, die Wege bleiben gleich lang, aber die Strecke, die Geschwindigkeit ist erhöht. Auf in den Kampf! Was unsere Nachschubwege effektiv verkürzt. Vollbracht. So. Wir machen das ganz gemütlich, wir haben keine Eile. Ich hab getan, was ihr wolltet. Euer Dorf wird angegriffen. Jawohl. Lasst
mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Sofort. Auf in den Kampf. Mach das Wohnhaus weg. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Da findet einfach die absolute Massenvernichtung statt. Attacke. So, jetzt brauchen wir Augen auf die andere Seite. Vielleicht können wir da noch mehr Schaden anrichten für später. An die Wunschte kommen wir dran. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. An das Wohnhaus wahrscheinlich nicht, aber wir können es versuchen. Lehrt sie das Fürchten. Für Ruhm und Ehre. Ja, mein Herr. Scheinbar nicht, nein. Schaut in die Ferne. Da hinten muss doch noch irgendwas was weiteres sein. Ja, gerne. Etwas, was wir da angreifen können. Gruppe 2. Werdet mit diesen kleinen Kram hinten erstmal los. Andererseits, nein, werdet die Wohnstätte zuallererst los. Bevor ihr euch auf irgendwas einlasst, werdet die Wohnstätte los. Wir wissen, wie die Dinger sind. Jetzt schießt zuerst die Leute hier weg. Wir werden siegen. Was auch immer hier ist, wir können es später bereinigen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Sachen. Wir werden von dieser Flussseite aus wahrscheinlich dann die ganzen Gebäude, die uns möglich sind, wegräumen. Werden wir mit einer Armee die Position halten, mit der anderen Armee die Position hier hinten verteidigen, wo sich Korfer auch bereits sammelt. Aber zuerst wollen wir sicherstellen, dass hier hinten alles frei ist. Denn wir wollen unsere Armee, sobald es soweit ist, nicht darauf abstellen müssen, hier die ganzen Leute noch aufzuräumen, damit unsere Leibeigenen alle Ruhe hacken können. Deswegen, wenn hier Verteidigungsanlagen fallen, dann ist es kein so großes Problem. Das hier kann zum Beispiel weg. Wie geht's eigentlich voran? Sehr gut, wir kriegen wieder Steine ohne Ende rein. Wie geht's mit Holz voran? Auch vergleichsweise gut, Schwefel. Sehr gut. Zahltag. Auch Lehm hat inzwischen wieder ordentlich zugenommen. Alles sehr zufriedenstellend. Jawohl. Jawohl. Gruppe 2 räumt hier noch die letzten Reste auf. Wir werden siegen. Und dann können wir schauen. Pilgrim müssten wir bei Zeiten wieder zurückbekommen. Es wäre schön, wenn dieser Felsen hier verschwinden würde, damit wir... Andererseits, ich habe keine Probleme mit der Existenz dieses Felsens. Hier werden unsere Verbündeten sowieso gegendrücken, was sehr hilfreich ist. Hier oben haben wir ein bisschen abgesichert. Das Gebäude ist ausgebaut. Verteidigt euch. Gruppe 7 braucht 5 neue Leibeigene. Komm ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nicht... Die schon auf diesen Schwefellaufen losgehen können. Wie geht's mit dem Eisen? Holz gefällt. Ja, wir haben 1 zu 10, das ist in Ordnung. Gruppe 4. Wir werden, wie gesagt, versuchen, auf dieser Flanke mitzudrücken, weil wir da Verstärkung haben, und diese Flanke hier einfach zu halten. Hier ist noch ein ganzer Trupp. Wie hat der so lange überlebt? Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, ich weiß, aber es sind noch 2 Trupps. Dann können wir die Ruine zerstören. Und einen aggressiven Rückzug durchführen. Wir bilden hier schon mal 3 Trupps Schwertkämpfer aus. Einfach um die Position hier ein bisschen zu halten für den Anfang. Ausbau vollbracht. Attacke! So, wir wissen, dass es hier noch ein Wohnhaus gibt, das können wir erreichen.
Schaut in die Ferne. Aber die meisten werden schwierig sein zu kriegen. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Schrecklich. Genau, schon, wir haben ja neue Kanonen für Gruppe 4 gegossen. Wird angegriffen. Gruppe 4. Diese Kanonen gehen allerdings nicht in die Mitte, die gehen schon mal in die Position hier hin. Ich tue mein Bestes. Ja, Herr. Ja! Ja, mein Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So. Wir erledigen Bunchi. Er ist zu nah rangegangen, nicht wahr? Ja. Wie ihr wünscht. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Natürlich. Hier ist auch noch Schwefel. Euch an. Sofort. So soll es sein. Für Ruhm und Ehre. Wo ist, da ist sie. Die habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Daran ist der Kundschafter gestorben. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Wusst ihr, es müsste doch irgendwo was sein, das wir nicht gesehen haben. Wir werden siegen. Du zieh dich zurück. So soll es sein. Jetzt schießt da drauf. Fürchten. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Herr. Da ist die Ruine. Wenn wir sie in Sichtweite kriegen, kriegen wir sie definitiv in Reichweite. Da haben wir sie. Und hier ist auch direkt eine Nähe. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Wisst ihr was? Wir können es jetzt erlauben, die 10 Schwefel zu verschwenden. Auf in den Kampf! Wohnstätten können wir immer bereinigen, wann immer wir sie sehen. Ah ne, das ist, worauf wir schießen wollten. Die Ruine ist noch da. Spricht nichts dagegen, die feindlichen Angriffe jetzt schon ein bisschen abzuschwächen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Sehr gut, und die nächsten 100 Schiffe können wir auch verschwenden. Natürlich, mit Vergnügen. Ihr habt die Ruine aus der Sicht verloren, oder? Sie ist noch da. Ich wusste es. Bis in den Tod! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Angriff! Denn hier haben wir jetzt nicht wirklich einen Zeitdruck. Gruppe 6 hält ihre Existenz ganz gut. Gruppe 4 hat, glaube ich, ein paar Kanonen hier drüben wir verloren. Sicher bin ich mir aber nicht. Über das Wissen über eine neue Technologie. Sie ist noch da. Hört auf, den Befehl abzubrechen. Müssen wir euch hier wirklich an der Hand nehmen? Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, der Milch bricht es ja ein bisschen. Auf in den Kampf! Hier gibt's nichts mehr zu holen. So, ich gehe davon aus, die Position hier wird sich wahrscheinlich ganz gut halten kann, so oder so, wenn wir hier ein bisschen Sicherung anstellen. Hier müssen wir mit rechnen, Sachen abbrechen, also können wir Gruppe 8 schon mal in Stellung bringen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Das Wohnhaus ist noch da. Warum ist es noch da? Okay, hört auf damit. Werd die Wohnstätte los. Und du. Wir erledigen das. Du machst das Wohnhaus weg. Attacke! Bei einem einzigen Trupp kann ich zumindest das Vertrauen haben, dass sie den Befehl weiter befolgen. Jetzt noch einen zweiten dran.
Und dann sind sie schon überfordert. Wir haben einen Verbündeten attackiert. So, 5 Sterne Trupp. Wohnhaus. So soll es der Rest nach hier hin. Wohnstätte. Macht sie nieder. Noch stehen die Türme hier, nicht mehr lange, würde ich schätzen. Gruppe 0 könnte. Oh, der erste Turm ist schon weg. Gruppe 0 geht den hier reparieren. Sie greifen an. Hier rückt nach hinten vor. Wohnstätte ist weg, sehr gut. Natürlich. Zahltag. Jawohl. So, hier ist der nächste Spawner, an den kommen wir, glaube ich, nicht dran. Oh Gott, es sind mehrere. Mehrere sehr dicht beieinander liegende. An denen kommen wir vielleicht dran. 4 Stück direkt nebeneinander. Das ist der Kern der Ruinenstadt. Natürlich können wir den nicht einfach so ausschalten, aber wenn wir den ein bisschen schwächen können, ist das schon sehr gut. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Okay, ich würde sagen, wir sind an dem Punkt angekommen. Wir sollten speichern. Und Gruppe 2 befehlen, die Ruine da zu zerstören. Und sich dann, so gut es geht, zurückzubewegen an unsere andere Position. Unsere Flankenposition. Gruppe 6, Gruppe 2, Hausruine. Attacke. Kanonen. Gut, dass die Feinde tot bleiben. Auf in den Kampf! Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Das war wirklich schwer, aber wir haben den alten Außenposten im Zentrum des Moors erobert. Der Feind scheint nun in die Vollen zu gehen. Seine letzte Gegenoffensive. Huch. Die Barrieren wurden vollständig deaktiviert, Soldaten. Deaktiviert, Soldaten? Lassen wir den Feind bereuen, dass er sich erneut mit uns angelegt hat. Für unser Königreich, für König Dario. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ein neuer Auftrag. Das war eine Barriere, okay. Gruppe 6. Kommt hier rüber. Gruppe 2. Oh ja, der Feind ist wütend. Gruppe 2 geht hier rüber. Positionier verstärken. Ich tue mein Bestes. Wir brauchen hier einen Schießplatz. Wenn's denn sein muss. Natürlich. Boah, das Spiel geht ein bisschen in die Knie gerade. Ah, sieh an, die greift tatsächlich Ravenna hier drüben an. Und sie gehen auch hier drüber. Aber wenn die hier reinrennen, werden sie wahrscheinlich nicht überleben. Gruppe 6. Warte, bis sie vorbeigezogen sind. Zahltag. Fertig. Gern. So soll es sein. Okay. Das ist sehr gut. Ravenna hat jetzt kürzere Nachschubwege. Weil sie das Tor jetzt hier geöffnet haben. Aufträge. Feinde, der finale Sturm. Eure Häuser an. Hinweis, ihr habt Verbündete, kämpft an ihrer Seite, sichert die andere Flanke irgendwie. Ah, genau unser Plan. Ihr habt die Verteidigungsanlage im Zentrum des Moores geschliffen, holt nun zum finalen Schlag aus. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Genau, jetzt rennen die natürlich in diese ganzen Sachen rein, aber wenn die zerstört werden, das ist nicht unser Problem. Und nicht wirklich ein Problem. Alter. Mir geht aber ein bisschen die Knie an dem ganzen Spaß. Okay, schaff ich's. Geht hier unten rum. Wie ihr befehlt. Und versteckt darüber die Flanke hier. Euer Dorf steht. Wie sieht's hinten aus? Hält das? Der Turm blutet. Wird erledigt. Aber gern. Na gut. Ja. So. Ja, ja. Achtung! Diese beiden Türme, für die habe ich das Gefühl. Aber der Feind scheint sich nicht wirklich zu wehren. Außer gegenüber diesem Turm.
Fertig? So. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Wie sieht's hier unten aus? Oh Gott. Läuft. Gruppe 6. Geht über den Pfad hier. Ja! Marschformation. Die Kanonen hier haben einfach einen Schlaganfall. Ja! Gut, sie befolgen ganz genau meinen Befehl, aber... Wir kümmern uns darum. Ich bin manchmal wünscht ich mir, dass sie es nicht tun täten. Feierabend machen. Ausbau vollbracht. Zahltag. Ich meine, die werden verloren gehen jetzt. Ergreif aber wir gießen einfach neue. So. Sofort. Mit jedem Mal, wenn die Feinde spawnen, wird es einfach schlimmer, was die Ruckler angeht. Wir können die ganze Mitte hier fast verlieren. Also fast die ganze Mitte. Wenn ihr könnt Pilger uns mal zurückholen. Wir hacken hier unseren Schwefel einfach ganz munter weiter. Ja, ist gut. Gott, ruckelt das. Fertig. So, jetzt geht hier rüber. Wird gemacht. Ich tue mein und dann nach hier hin. Diese Flanke hält sehr gut. Dann stellt einen guten Brückenkopf da, den wir nutzen können, von hier aus direkt an die Spawner ranzugehen. Der Kunschi von hier. Haben wir einen Kunschi auf der Stehen? Nein, wir brauchen hier einen. Doch immer. Euer Dorf wird angegriffen. Hier brauchen wir auch einen. Pilgrim steht wieder. Ja. Er wird da drüben gebraucht werden. Die Kanone lebt noch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Die können wir später noch gebrauchen. Okay, das Spiel geht ein bisschen in die Knie. Das ist nicht begeistert von dem ganzen Spaß hier. Pilgrim, geh nach hier unten. Wie ihr wünscht. Gruppe 6. Rückt brav nach hier weiter vor. So soll es sein. Diese Kanone hier wird ausgegliedert als Gruppe 4. Diese hier allerdings werden eingegliedert. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Nach hier rüber. Wie ihr wünscht. Euer Dorf wird angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Wo werden die Truppen aus Crawford eigentlich? Und Sold werden gezahlt. Was tun die denn hier? Finden scheinbar einen wirklich nutzlos zu machen irgendwie. Hier ist noch Schwefel. Da ist noch eine Wohnstätte. Gruppe 2. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wir kümmern uns darum. Also was ich glaube, Gruppe 2 hat die Hände frei. Jawohl. Der Turm hier ist verloren gegangen, das ist aber in Ordnung. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Feind scheint Ewigkeiten zu brauchen, um sich hier durchzuarbeiten. Ihr werdet angegriffen. Okay, Crawfords Truppen kommen jetzt über die Flanke hier. Und machen da ihre komischen Sachen. Gruppe 6. Ausbau vollbracht. Jawohl. Ein paar von euch sind noch angekratzt. Sind wir genau. Warum? Gut. Feinde greifen ja, hier rennt der Feind hier rein. Sobald er schießen kann, wird er direkt gelöscht von den ganzen Kanonentürmen. Also genau das, was wir hier haben wollten an diesem Punkt. Was sagt die Flanke hier? So die Flanke scheint ausgesprochen zufrieden zu sein. Aber wir fühlen wortwörtlich jeden Tick, wenn eine neue Armee spawnt. Wir müssen zuallererst Wege finden, wo die feindlichen. Wo die feindlichen Angriffe hier gerade so stark herkommen. Wir wissen hiervon. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Hier ist wohl der mittlere Bereich. Ja, hier müssen wir im Endeffekt hin. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Das spawnt in beide Richtungen. Der Weg mit dem Verbündeten ist länger. Aber wir haben den Verbündeten dann auf unserer Seite.
Der Weg ist ja auch nicht so viel kürzer. So. Genau, euch wollten wir zur Gruppe 2 befördern. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs... Aus euch machen wir die neue Gruppe 6. Wird gemacht. Eure Aufgabe ist vergleichsweise einfach. Feinde greifen eure Häuser an. Ihr geht wieder nach hier hin. Wird gemacht. Und schaut, ob ihr von hier unten aus irgendwas bewirken könnt. Jawohl. Der Kundschaft, den wir hier nachgezogen haben, ist durchs Tor gelaufen und gestorben, nicht wahr? Das ist, was passiert ist. Und wir können hier welche ausbilden. Aus ihm machen wir Kunji 5. Der Frontkundschafter. Das Eis ist wahrscheinlich der beste Weg, um vorher vorzurücken. Wir können Ravennas Truppen als Tanks benutzen. Hier hinten ist die Kirchenruine. Gruppe 2. Ja, mein Herr. Euer Dorf steht unter Gruppe 4. Ja. Gewerter? Armee 1. Dafür seid einfach da. Genau die richtigen. Das kann ich. Andererseits kommt ich mit. Pilgrim? Beweg auch du dich, Armee, hier wenn rüber. Kunji 5? Wir brauchen dich hier. Ja. Was tut ihr da? Mein Bestes. Ja, Herr. Wir müssen da hinten die Kirchenruine loswerden. Fand ich einen Vernachschubweger verlängern. Dafür warten wir nicht unbedingt auf den nächsten Angriff von Ravenna. Angriff! Aber wir nutzen den Umstand, dass wir hier Flankenhilfe haben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Auf in den Kampf! Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. So soll es sein.